Es gibt ja Gesetze zur Informationsfreiheit, wie man so schön sagt, dass wir Bürger von unserem Staat erfahren dürfen, was er denn so tut. Ich habe es selber noch nie gemacht, würde es aber gern mal machen. Und wie ich gerade gehört habe, wird es in Zukunft sehr viel leichter. Deshalb, Stefan, deinen Nachnamen habe ich wieder vergessen in 2 Sekunden hier. Fang an. Hi, Stefan Wehrmeier ist mein Name. Ich bin Teil der Open Knowledge Foundation und ich soll gleich von Anfang an mal auf die Hackdays hinweisen, die wir da ausrichten mit dem Open Data Network zusammen und auch Leuten vom CCC, zum Beispiel in Hamburg und Köln. Hackday.net, also falls ihr da irgendwo wohnt in der Nähe, auch unbedingt hingehen. Aber jetzt geht es um was anderes und zwar um Informationsfreiheit. Wer weiß denn, was Informationsfreiheit ist? Ja, das sind ja noch nicht mal 50%, also das wollen wir jetzt erstmal ändern. Ja. Informationsfreiheit ist das Bürgerrecht auf Einsicht in Dokumente und Akten der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, wir haben das Recht, mit einem Gesetz zur Behörde zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte da jetzt bitte folgende Informationen haben. Und dann muss die Behörde auch entscheiden, ja, ist das jetzt okay nach dem Gesetz? Und wenn ja, dann gibt es die Information auch raus. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Alle reden mal von Transparenz und das ermöglicht das so ein bisschen. Was haben wir da so zur Auswahl? Informationsfreiheit, Thema auf Bundesebene. Dann haben wir das UIG, das gibt es schon 1994, also das Umweltinformationsgesetz, dann das Informationsgesetz des Bundes, das Informationsfreiheitsgesetz, das Informationsweiterverwendungsgesetz, was nur so ein bisschen da reinspielt, und das Verbraucherinformationsgesetz. So 1994 bis 2008 sind hier alle so entstanden auf Bundesebene. Dummerweise sind wir ja auch gut, dass wir irgendwie ein föderaler Staat sind. Wir haben jetzt alles, wenn man nämlich irgendwas in den Kommunen oder auf Landesebene wissen will, dann hilft das einem gar nichts weiter. Dazu brauchen wir halt Landesgesetze. Und wir haben ja noch nicht mal 16, ja, wir haben ja gerade mal 11 und da sind dann noch sehr viele weiße Flecken auf der Landkarte. Das erste Bundesland, was das eingeführt hat, war Brandenburg 1998, Rheinland-Pfalz 2009 das letzte. Aber also wir sind insgesamt so gesehen sehr, sehr spät mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Das erste bekannte Informationsfreiheitsgesetz kommt aus Schweden und jetzt können wir mal raten, so wie viel früher waren die ungefähr? 100 Jahre? 200? Ja, es waren leider 320, 1766 gab es in Schweden. Da sind wir also doch schon sehr hinterher, dass wir irgendwie erst irgendwie 94 so ein Umweltinformationsgesetz bekommen haben und in Brandenburg auch erst 98, ist halt irgendwie schon ein bisschen peinlich. So, es gibt, diese Gesetze beschränken sich natürlich dann auf irgendwelche Anwendungsbereiche. Das Umweltinformationsgesetz beschränkt sich auf Umweltinformationen, also irgendwie alles, was irgendwie mit der Umwelt in Verbindung gerät, irgendwie wenn irgendwas ausgekippt wird in See oder so, kann man halt mal nachfragen. Das Verbraucherinformationsgesetz betrifft dann irgendwie so Lebensmittel und Tiernahrung und so. Und die sind halt sehr beschränkt quasi in dem, was man anfragen kann. Und das hat sich dann 2006 ein bisschen geändert. Da gab es dann das Informationsfreiheitsgesetz. Und damit kann man halt die Behörden des Bundes anfragen, beziehungsweise auch sonstige Bundesorgane und natürliche Personen und juristische Personen, wenn sie öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen. Das habe ich jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ungefähr so ist das. Das heißt, alles, was öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben erfüllt, kann man damit anfragen. Beziehungsweise auch Personen, die diese wahrnehmen für Bundesbehörden. Tolle Sache. Leider, dieser Anwendungsbereich, das ist trotzdem noch etwas eng. Ja? Also zum Beispiel kann man keine Stiftungen anfragen, haben wir festgestellt. Dann geht es halt eigentlich nur für die Administrative. Also weder die Legislative, die Exekutive oder die Judikative kann man halt damit anfragen. Das hat Vorteile. Vielleicht sollen wir ja gar nicht in parlamentarische Prozesse quasi eingreifen dürfen. Die Beratungen sollten auch teilweise irgendwie hinter verschlossenen Türen stattfinden. Vielleicht ist das ja gut. Aber vielleicht ist das teilweise auch etwas zu eingeschränkt. Und die Behörden, die Ministerien, die wehren sich auch sehr stark gegen dieses Informationsfreiheitsgesetz, teilweise auch übertrieben stark. Und da kommen jetzt aber langsam ein paar Gerichtsurteile rein, die das verbessern. Also wenn, da gab es jetzt aber aus dem Anfang November so ein Urteil, ein Bundesministerium hat gesagt, okay, jetzt lehnen wir das mal ab, weil das hat mit Regierungstätigkeit zu tun, was da die Anfrage. Und wir machen halt nur Verwaltung. Und dann hat das Urteil gesagt, das ist Quatsch, Bundesministerium, das macht Verwaltung, da kann man generell anfragen. Das heißt, die Exekutive, das Regierungshandeln kann man da halt nicht so richtig ausschließen. Allerdings gibt es in diesen Anwendungsbereichen, die ja schon etwas enger sind, gibt es natürlich noch viele Ausnahmen. Also hier im Hintergrund habe ich mal alle, die im IFG des Bundes sind, aufgelistet, also so kommasepariert und schon etwas verkürzt. Also es sind
schon so 10, 15, glaube ich. Und das sind sehr viele. Und da drin steht halt meistens sowas wie nachteilige Auswirkungen sollen verhindert werden. Also wenn irgendwas nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen, sicherheitsempfindliche Belange, Finanzkontrolle, sobald das irgendwie das betrifft, kann man halt die Anfrage ablehnen. Und der Liebling sowieso ist der Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Also selbst da ärgert uns immer noch das Urheberrecht. Sobald da irgendwas drunter fällt, ist es halt auch ein Ablehnungsgrund. Und das ist wirklich sehr schade. Und da wird auch versucht, das so ein bisschen, also wir arbeiten an der Novellierung, also wir versuchen da irgendwie Gesetzesvorschläge reinzubringen, weil letztlich muss man zwischen Urheberrecht, also zwischen dem geistigen Eigentum und dem Informationsanspruch des Bürgers ein bisschen abwägen. Und das ist zum beim IFG nicht gegeben. Und jede dieser vielen Ausnahmen, die kann natürlich immer von so einem Ministerium herangezogen werden, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, aber man kann einfach darauf verweisen und dann ist der Ball erstmal wieder im Feld des Anfragestellers und der muss dann rausfinden, ob das denn überhaupt so stimmen kann. Und da das halt relativ kompliziert ist und wenn man so alleine sitzt und sich eine Informationsfreiheitsanfrage stellt und dann bekommt man eine Antwort zurück und dann steht da drin, abgelehnt wegen Paragraph 312a, dann fragt man sich, okay, kann das jetzt stimmen? Keine Ahnung. Okay, ich lasse es jetzt mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Bitte nicht, ja, wir haben jetzt eine tolle neue Seite seit 1. August, die heißt Frag den Staat und die macht Anfragen nach den Informationsfreiheitsgesetzen einfacher und sie veröffentlicht auch die Korrespondenz mit diesen Behörden. Das heißt, die Anfrage, die ihr stellt, ist öffentlich und auch die Antwort wird veröffentlicht, sodass alle draufschauen können und sagen können, okay, Moment, der Ablehnungsgrund, der klingt aber nicht so gut, da fragen wir nochmal nach oder schalten wir mal den Bundesdatenschutzbeauftragten und Beauftragten für die Informationsfreiheit ein. Und das ist eine gute Sache. Findet ihr hier unter fragdenstaat.de. So sieht es ungefähr aus. Ich will euch gar nicht erklären, wie so eine Seite funktioniert oder wie man die bedient. Ist hoffentlich relativ einfach. Und wir haben natürlich auch viele Vorbilder, auch aus dem CCC zum Beispiel. Der hatte nämlich mal befreite Dokumente gemacht, etwas länger her, auch ein bisschen eingeschlafen. Und das war eine Seite, da konnte man nicht Informationsfreiheitsanfragen stellen, aber Dokumente, die man befreit hatte, konnte man dort einstellen. Das sollte so ein Archiv werden. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Wir haben das jetzt quasi mit Frag den Staat nochmal neu gestartet und auch gleichzeitig noch den Anfrageprozess da eingebaut, damit es noch einfacher wird, Informationsfreiheitsanfragen zu stellen. Das richtige Vorbild das ist auch What Do They Know aus Großbritannien. Und falls ihr auf EU-Ebene was fragen wollt, gibt es auch asktheeu.org. Ja, auch sehr praktisch. Wir haben eine ganze Reihe von Unterstützern. Betrieben wir das Ganze von der Open Knowledge Foundation. Außerdem noch ganz viele andere Sachen, also Transparency International, die Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit, mehr Demokratie und ziemlich viele andere Leute, vor allem auch Journalisten, interessiert das. Die Software ist Python Django 1.3, ist ein bisschen Technik, ja, ist MIT-lizenziert und kann da geforkt werden. Wir freuen uns über irgendwie Vorschläge, wie man das alles besser machen kann. Außerdem gibt es noch irgendwie andere FOI-Software, falls euch das interessiert. Hier nochmal ein Link, Ala Veteli heißt das Ganze. So, jetzt mal ein paar Statistiken. Gestartet am 1. August und jetzt habe ich gestern mal nachgeschaut, 312 Anfragen hatten wir bisher. 312, na, klingt nicht so viel, aber wenn man jetzt guckt, im Gesamt 2010 gab es 1557 Anfragen und wir haben jetzt schon nach 6 Monaten 20% der Anfragen von 2010. Und das ist halt wirklich nicht schlecht, dass 20% der Anfragen von 2010 schon quasi über diese Plattform gelaufen sind. Und das freut mich sehr. Und der Bundesdatenschutzbeauftragte und Beauftragte für die Informationsfreiheit, ich kürze ihn gerne als BufDaddy ab, findet es gut. Und er sagt auch, dass die Anfragezahl wirklich gestiegen ist. Und er unterstützt das Ganze und wir sind immer wieder eingeladen, um irgendwie mal ein bisschen zu erklären, was Frag den Staat ist und warum das gut ist. So, hier noch ein paar mehr Angaben, also hier so ein paar irgendwie, was sind die Themen, wonach wird am meisten gefragt, das fragen mich immer Journalisten. Also hier ist mal so eine Aufschlüsselung, irgendwie Inneres, am meisten dann ein bisschen Arbeit, Soziales, Finanzen. Aber man muss natürlich genau reinschauen eigentlich, was das für Anfragen sind. Also zum Beispiel gibt es irgendwie ganze Anfrageblöcke von irgendwelchen Aktivisten, die dann irgendwie zu Lyme-Borreliose was fragen oder zur Müggelsee-Route oder zu Stuttgart 21. Und das sind immer größere Blöcke. Und das kann man auch in den Top 10 Behörden ein bisschen sehen. Also zum Beispiel Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, das ist halt ein Großteil, was irgendwie die Müggelsee-Route angeht. Und Bundesministerium für Gesundheit ist, glaube ich, größtenteils Lyme-Borreliose. Aber fühlt euch aufgerufen, da selber eine Kampagne drauf zu starten. Man kann da relativ einfach Bundesbehörden anfragen. Noch sind es leider nur Bundesbehörden. Wir versuchen da jetzt auch noch die Landesinformationsfreiheitsgesetze reinzubringen. Und wie helfen wir euch dabei? Wir geben euch da ein ganz nettes Anfrageformular. Und
der enthält halt diesen großen juristischen Hammer, wo wir einfach nach allen Informationsfreiheitsgesetzen, die es so gibt auf Bundesebene, gleichzeitig anfragen. Ja, das macht das ein bisschen schwieriger für die Behörden, die haben sich auch ein bisschen beschwert schon, aber weil sie müssen halt gleichzeitig drei Gesetze prüfen, ob da irgendwie der Informationsanspruch gegeben ist. Aber warum auch nicht? Ja, ich meine, so hatte der Bürger halt am meisten Angriffskraft und ich hoffe, dass das hilft einigermaßen. Also es ist ein ganz einfaches Formular ausfüllen und schon ist die Anfrage gestellt und man kriegt dann irgendwann eine E-Mail, ob eine Antwort gekommen ist, beziehungsweise meistens kommt die Antwort auch per Post, leider, dann muss man das einscannen und hochladen, aber ich hoffe, das ändert sich auch in Zukunft. Jetzt möchte ich noch so ein bisschen auf quasi die lustigen Sachen eingehen, die da schon irgendwie passiert sind. Zum Beispiel hier, das ist irgendwie das Erste, was ich da festgestellt habe, Freedom of Information versus FUD, also Fear, Uncertainty, Doubt. Und in unserer Anfrage schreiben wir sowas wie, sollte die Aktenauskunft Ihres Erachtens gebührenpflichtig sein, bitte ich mir dies vorab mitzuteilen und dabei die Höhe der Kosten anzugeben. Einfache Anfragen im Informationsfreiheitsgesetz sind nämlich kostenlos. Und wir sagen einfach, alle Anfragen, das sind einfache Anfragen. Einfach ist arbitrary defined, das muss dann irgendwie die Behörde entscheiden. Und die Antwort, wenn man das sowas, so eine Anfrage an das Bundeskanzleramt schickt, ist die Standardantwort, beziehungsweise war die Standardantwort, vielleicht ist es immer noch, folgendes, ja, Sie wissen, Informationsfreiheitsgesetze können Gebühren bis zu 500 Euro anfallen, also nicht genau definiert, was für Gebühren für diese exakte Anfrage anfallen. Und dann unten steht noch, vor diesem Hintergrund bitte ich um Rückäußerung, ob Sie Ihren Antrag aufrechterhalten möchten oder dieser Ihrerseits zurückgenommen wird. Also Sie haben das gar nicht durchgelesen, sondern schicken einfach so eine Standardantwort und fragen immer noch, meinst du das wirklich? Are you sure? Und das ist schon ziemlich dreist. Wir haben ja extra gesagt, okay, jetzt sag mir bitte hier die Kosten. Wie viel kostet das, diese Information? Wir glauben, es kostet nichts. Und die sagen einfach, ja, bis zu 500 Euro und vielleicht nehmen Sie das bitte wieder zurück. Und sowas wollen wir halt anprangern. Wir wollen halt die Informationsfreiheitskultur in Deutschland stärken, auch die Behörden dazu bringen, da ein bisschen offener mit umzugehen. Es tut ihnen ja eigentlich auch nicht weh, solche Sachen rauszugeben. Da muss einfach mehr irgendwie Kommunikation stattfinden. Dann war ich mal bei der, hatten wir so einen lustigen Fall, Datenshops gegen das Informationsfreiheitsgesetz. Und zwar, es gibt so einige Bundesämter, zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt oder auch hier, das ist auch eine Art unterstellte Bundesbehörde, die Deutsche Nationalbibliothek. Und die haben verkaufen beide Datensätze, also einmal so Statistiken von irgendwie Fahrzeugzulassung. Und hier bei der Deutschen Nationalbibliothek, da geht es, glaube ich, um irgendwie die Bibliotheks, um eine Liste oder so. Und die Frage ist jetzt, okay, die Daten liegen vor, wenn ich jetzt mit dem Informationsfreiheitsgesetz hingehe und sage, ich hätte die gerne und da die Daten vorliegen, sollte es ja eigentlich eine einfache Anfrage sein und die sind umsonst, dann müsste ich ja die Informationen daraus eigentlich umsonst kriegen. Also ein sehr, sehr schöner Hack. Aber der hat erstmal nicht funktioniert. Die haben gesagt, Quatsch. Allerdings haben wir dann den Bundesdatenschutzbeauftragten, den kann man immer bei solchen Sachen anrufen. Und der hat gesagt, ja, so eine Anfrage hätte ich gerne mal vorliegen. Und dann hat Matthias Schindler, glaube ich, vom Wikimedia halt mal einfach gesagt, okay, jetzt gebe ich die Anfrage mal dem Bufdi. Und der wird halt gucken, ob ein Datenshop irgendwie kompatibel ist mit dem IFG, ob da abgelehnt werden kann, weil eigentlich die Daten verkauft werden sollen, obwohl sie eigentlich informationsfreiheitsrechtlich quasi umsonst gegeben werden sollten. Sehr interessante Entscheidung, weil das wird auch irgendwie noch weitreichendere Folgen haben. Es wird ja irgendwie gibt immer mehr Daten und die wollen sich immer refinanzieren über den Verkauf und ob das mit dem Informationsfreiheitsgesetz zusammenpasst, mal schauen. Und die schönste Geschichte, die bisher halt aufgepoppt ist, ist halt tatsächlich die des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Da haben halt einen ganzen Bereich im Bundestag und der ist voller Wissenschaftler und die erarbeiten Gutachten für die Abgeordneten auf Auftrag. Und diese Gutachten, die stehen teilweise in so einer Liste online, kann man sie auch runterladen, teilweise aber auch nicht. Also teilweise werden die halt nicht veröffentlicht, die gehen dann direkt an den Abgeordneten zurück und der kann dann schön damit im Bundestag eine Rede halten und versuchen, die andere Fraktion fertig zu machen mit dem wissenschaftlichen Wissen, was er da aus diesem Gutachten herausholt. Und aber eigentlich ist es natürlich Schwachsinn, dass ein wissenschaftlicher Dienst im Bundestag sitzt, irgendwelche wissenschaftlichen Ausarbeitungen macht und die irgendwie den Abgeordneten gibt, also den Leuten, die wir gewählt haben, und dass wir nichts davon wissen, was da drin steht, weil die werden halt dann teilweise nicht veröffentlicht. Und dann gibt es halt einige Anfragen, um halt diese Gutachten da aus dem Bundestag rauszuholen mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Und da gab es zum Beispiel eine über den Einsatz privater Sicherheitskräfte gegen Piratenangriffe. Ja, also Piratenangriffe nicht hier in Deutschland, sondern halt in Somalia. Also ist klar. Und
daher, die wurde natürlich dann abgelehnt. Und zwar ist das so quasi die Standardablehnung des wissenschaftlichen Dienstes. Eine Herausgabe von Arbeiten der wissenschaftlichen Dienste nach dem IFG ist somit ausgeschlossen. Und zwar, weil der Bundestag verfassungsrechtliche Aufgaben tätigt, wahrnimmt. Und die sind halt nicht vom IFG abgedeckt, sondern halt nur quasi bundesrechtliche Verwaltungsaufgaben. Und außerdem, selbst für den Fall, dass das irgendwie IFG sein könnte, ist noch geistiger Eigentum, also wir Urheberrecht, und dann können wir es auch so mit nicht rausrücken. Tja, dann dachten, also hätte man das jetzt in seinem stillen Kämmerlichen diese Anfrage gestellt, die Antwort bekommen, hätte man sich gedacht, okay, kann ich nichts machen, okay, schade. Aber da das online stand, konnte es halt die ganze Welt drauf gucken und hat auch fast die ganze Welt drauf geguckt. Zumindest das Büro der Grünen Abgeordneten Dr. Valerie Wilms. Und das hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass eine Anfrage von ihm bei der Bundestagsverwaltung gemäß Informationsfreiheitsgesetz zum Bezug des Gutachtens Piraterie-Sicherheitsdienste abgelehnt worden ist. Auf unsere Nachfrage vor circa 1-2 Wochen wurde das Gutachten allerdings für die Öffentlichkeit freigegeben. Auszüge daraus waren auch bereits der Presse zu entnehmen. Gründe für eine Geheimhaltung sehen wir keine. Und da stellt sich dann heraus, anscheinend sollte das eigentlich öffentlich sein. Und dann war auch im Anhang direkt das Gutachten. Super, habe ich dann auch auf die Seite hochgeladen, habe dem Originalanfrager gesagt, ja, hier, bitteschön, das Gutachten. Dann habe ich allerdings noch eine E-Mail bekommen, ich soll es nicht veröffentlichen, bitte. Naja. Weil nur der Anfragesteller darf es dann sehen, weil es natürlich immer noch urheberrechtlich geschützt ist. Und man hat zwar Einsichtrechte, ja, man darf sich das angucken, aber man darf es natürlich nicht veröffentlichen. Na gut, aber um die Verwirrung komplett zu machen, habe ich mal nach dem Ganzen gesucht und dann habe ich den Journalisten Thomas Wiegold gefunden, beziehungsweise seinen Blog. Und der hatte den wissenschaftlichen Dienst gefragt, okay, darf ich das veröffentlichen? Und der hat da ja gesagt. Also der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat mir die Veröffentlichung der genannten Ausarbeitung erlaubt. Aha, wo kam das jetzt her? Da habe ich auch mal nachgefragt. Anscheinend wusste die eine Hand nicht, was die andere tut, beziehungsweise wurde auf die Informationsfreiheitsanfrage einfach quasi die Standardantwort zurückgeschickt. Ja, gehen wir nicht raus. Und das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Und gerade sowas kann halt Frag den Staat super aufdecken, weil es öffentlich ist, weil da mehr Leute draufschauen können. Quasi das Crowdsourcing der Informationen funktioniert da ganz gut. Und das ist leider noch nicht ganz das Ende der Geschichte, beziehungsweise Gott sei Dank, weil das ein Einzelfall ist. Ja, anscheinend wurde genau dieses Gutachten freigegeben. Das hilft aber nicht für die ganzen anderen Gutachten. Und der wissenschaftliche Dienst der erstellt wirklich sehr viele Gutachten. Und da kommt dann noch die Deus Ex Machina ins Spiel. Und zwar wurde letztes Jahr schon eine schöne Anfrage gestellt, irgendwie, und zwar das UFO-Gutachten. Und der Titel lautet: Die Suche nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der VNR-Resolution A330-426 zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischer Lebensformen. Also da gibt es halt so eine Gutachten, und da wollte natürlich jemand wissen, was da drin steht. Was denkt denn der Bundestag dazu? Aber das wollten die auch nicht rausgeben. Aber dann kann man natürlich, hat derjenige Gott sei Dank geklagt und hat jetzt am 1. Dezember Recht bekommen. Die Gerichtsbegründung war, die Tätigkeit der wissenschaftlichen Dienste weist schon ihrer Art nach einen größeren Bezug zur Verwaltung als zum Parlament auf. Das bedeutet, dass der wissenschaftliche Dienst tatsächlich eher unter das IFG fällt und nicht verfassungsrechtliche Aufgaben wahrnimmt, beziehungsweise die Gutachten nicht darunter zählen. Außerdem hat das Gericht gesagt, dass die Ausarbeitung in diesem Sinne Merkmale einer persönlichen geistigen Schöpfung aufweist, kann nicht entnommen werden. Das heißt, das Ding steht noch nicht mal unter Urheberrecht, weil es noch nicht mal die Schöpfungshöhe hat. Das wurde da nicht ausgeführt. Also ist das Ding eigentlich jetzt vogelfrei. Hoffentlich. Das ist leider auch nur so eine Art Einzelfall, aber mein Ziel für 2012 ist es, da einfach mal rauszufinden, was für Gutachten nicht veröffentlicht sind und die alle mal der Reihe nach anzufragen mit Verweis auf solche Entscheidungen. Mal schauen, was dann passiert, weil im Sinne von Open Access kann es ja eigentlich nicht sein, dass der Bundestag da zum Beispiel die Wissenschaft, irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse produziert, aber die nicht peer-reviewed werden sozusagen. So,
meine Forderung so ein bisschen, ja, wir fordern immer, wenn wir irgendwie die Verwaltung, die Regierung oder irgendwelche Ministerien treffen, irgendwie die Verbesserung am Informationsfreiheitsgesetz, gibt es eine ganz lange Liste, aber da spreche ich jetzt wahrscheinlich zu den Falschen. Deswegen mal die Forderung so ein bisschen an euch eher, was sollt ihr jetzt machen? Ja? Ihr geht wählen, hoffentlich alle, ja, und das ist aber noch nicht der Schluss der Demokratie. Ja? Wir haben halt ein paar coole Werkzeuge, mit dem wir die Demokratie, beziehungsweise die Verwaltung, die Regierung so ein bisschen kontrollieren können. Ja? Und wir versuchen, das jetzt ein bisschen bekannter zu machen. Ja? Es wäre natürlich super, wenn ihr alle, wenn ihr Nachrichten lest, okay, aha, interessant, was ist das denn da? Und dann dauert es keine 5 Minuten, dann habt ihr schon eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt und dann kriegt ihr innerhalb von einem Monat hoffentlich eine Antwort. Das ist meistens auch umsonst, also in allen, so den überwiegenden Fällen auch fragt den Staat, ja, mir fällt keine ein, die etwas gekostet haben sollte, das waren alles einfache Anfragen. Und dann kriegt er ein Ergebnis und dann ist das schon publik und dann ist die Welt ein Stückchen besser, ja, weil dann weiß man ein bisschen mehr, was da drin passiert. Und so soll es sein. Man hört immer, wie die Piraten fordern die Transparenz, die Transparenzpartei. Aber wir müssen halt nicht nur Transparenz fordern, sondern ein bisschen auch aktiv einfordern. Ja? Momentan ist da halt nicht die Bringschuld der Regierung, dass sie irgendwie alle ihre Dokumente rauspusht. Das wäre irgendwie der Idealfall. So ist es aber halt noch nicht. Ja? Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber momentan ist halt noch die Hohlschuld quasi von uns Bürgern, uns guten demokratischen Bürgern. Ja? Wir müssen halt diese Anfragen stellen und halt genau die Informationen rausholen, die wir da wollen. Und genau das sollten wir tun. Meine Vorsätze für 2012, halt ein paar mehr Gutachten befreien, die Ländergesetze aufnehmen. Das wird noch ein bisschen komplizierter, weil zum Beispiel in Berlin kostet jede Anfrage etwas. Ja? Da gibt es keine einfachen Anfragen. Und wenn man sich dann die Gebührenordnung anschaut, da steht dann sowas drin wie pro E-Mail-Anhang 2 bis 3 Euro. Ah ja, alles klar. Also da ist auch irgendwie dringend Novellierungsbedarf gefragt. Aber es gibt auch in Berlin halt irgendwie, wir hatten ja irgendwie diese Wasserverträge und da sind halt noch ein paar andere Verträge und jetzt haben wir ja dieses Gesetz da reinbekommen, das besagt, dass wir die Verträge zur Daseinsversorgung alle anfragen können. Und ich habe jetzt zum Beispiel die BVG- und S-Bahn-Verträge angefragt und die BVG-Verträge habe ich auch schon bekommen. Damit werden wir 2012 sicherlich noch irgendwas Lustiges machen, also die sind auch schon irgendwo öffentlich. Und es gibt sicherlich noch ein paar mehr Daseinsvorsorgeverträge, irgendwie die Stromverträge zum Beispiel. Und sowas genau muss einfach mal angefragt werden. Wir haben da mehr Rechte und die sollten wir auf jeden Fall nutzen. Wir brauchen auch unbedingt mehr Aufmerksamkeit für Anfragen. Ja, wir haben da einige sehr schöne Anfragen, aber wir haben momentan nicht die Kapazität, die quasi redaktionell so ins Lampenlicht, wie heißt das Ding? Rampenlicht zu rücken und das müssen wir auch machen. Da brauchen wir halt auch redaktionelle Unterstützung. Also wir haben einen Blog, wir haben einen Twitter-Account, wir haben eine schöne Mailingliste, auf die ich auch gerne verweise. Im Footer von Frag den Staat findet ihr alle Informationen. Und wir brauchen auch dringend Mitarbeiter. Also falls ihr irgendwie in Berlin seid und dann seid ihr herzlich eingeladen, irgendwie am 14. Januar 2012 um 12 Uhr bei Transparency International Deutschland vorbeizukommen. Das ist ein Samstag und kollidiert leider mit dem Hackday Hamburg, aber vielleicht stört euch das vielleicht nicht weiter. Also wenn ihr in Berlin seid, kommt doch einfach mal vorbei. Wir suchen halt Leute, die irgendwie Anfragen stellen, die die Seite ein bisschen am Leben halten, die halt die Community fördern, die ein bisschen was dazu schreiben. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Okay, vielen Dank. So, wir haben komfortabel Zeit für eine ganze Reihe Fragen. Gut in der Zeit. Wenn es welche gibt, bitte zu den Mikrofonen gehen. Es gibt einen Engel im Saal. Also hier vorne ist eine. Traut euch, ich weiß nicht, die Folien sollten eigentlich online sein. Ich weiß nicht, hier hinten sind noch ganz viele Quellen, falls ihr irgendwie noch was nachgucken wollt. Darf ich die Frage auf Englisch stellen? Sure. Have you ever taken a case to the European Court already? Because they have made decisions that really push the freedom of information a far piece ahead. And second question, you were telling about charging money for FOIA requests. What is the ground? Is it the copying or is it the work? Because for the work in the Netherlands, I have won several court cases where they forbid to levy charges. And currently there's one case ongoing to European Court. And if I win that, then that would apply to Germany as well. Shall I answer in English? Also wir sind erst seit einem halben Jahr online und deswegen
geht in einem halben Jahr geht nichts bis zum EU-Gerichtshof. Aber also wir haben auch nicht die finanziellen Mittel, da irgendwie was auszukämpfen. Wir sind quasi nur ein E-Mail-Provider für Informationsfreiheitsanfragen. Das heißt, wir machen auch keine redaktionelle Betreuung auf der Seite. Wir hatten auch schon am Anfang ein paar Trolle, ja, auch sehr polemische Sachen, wo irgendwie Hartz IV mit dem Holocaust verglichen wird und so. Das ist schade und so, aber wir versuchen halt ein bisschen die guten Seiten der Informationsfreiheit da darzustellen. Und also wir haben halt noch nichts bis zur EU oder so gekämpft. Und die zweite Frage war irgendwie die Kosten. Die Kosten bestimmen wir ja auch nicht. Das sind die Gebührenordnung der Länder und des Bundes. Und da können wir nichts gegen machen. Die sind halt so beschlossen worden. Das Einzige, was wir machen können, ist halt ein bisschen Lobbyarbeit, um die Informationsfreiheitsgesetze zu ändern und die Gebührenordnung auch irgendwie ein bisschen an das digitale Zeitalter anzupassen. You say that you can't do anything about it, but the thing was that with the charges that I fought, they were democratically decided and the court overturned it because the court said it's not in my interest as a journalist, but it is in the public interest that this information becomes free. So how can you charge him money for something that is benefiting the entire nation? Das ist absolut richtig und auch sehr schade, dass halt bisher sowas hier gilt. Wir stellen uns auch schon so ein bisschen das vor wie Crowdfunding, Informationsfreiheitsanfragen. Allerdings auf Bundesebene kosten die halt maximal 500 €. Und da ist es dann schon so ein bisschen, das ist halt zu wenig, um vielleicht den Durchbruch zu schaffen. Aber wir sollten, also ich bin auf jeden Fall hinterher, wir sollten eigentlich für keine Anfrage Geld zahlen. Ja, wir versuchen irgendwie unser Bestes. Also momentan waren halt alle Anfragen, einfache Anfragen haben nichts gekostet und das kann man auf jeden Fall einfach mal probieren. Wenn da Kosten entstehen, kann man immer noch sagen, ich möchte die Information doch nicht haben und also einfach mal ausprobieren. Ich hätte ganz persönlich noch einen Vorschlag zu dem Funding. Mal angenommen, die weigern sich jetzt die Anfrage kostenlos zu machen, dann könnte man doch so eine Plattform wie MicroPledge verwenden, wo man einstellt, hallo, Anfrage so und so, wollen die so und so viel Geld haben, alle Leute können dann 1 €, 2, 3, 5 spenden, wie viel ihnen diese Information wert wäre. Und fragt den Staat, könnte als Organisator dafür auftreten und das Geld dann abheben und weiterleiten? Definitiv eine super Idee, aber also das Problem ist ein bisschen, sobald Geld ins Spiel kommt, wird halt alles unweit komplizierter. Aber sowas sollten wir auf jeden Fall verfolgen, gerade wenn irgendwie Informationen irgendwie wirklich von öffentlichem Interesse sind, ist irgendwie so Crowdfunding eine super Idee. Sonst noch Fragen? Ansonsten bitte, ja? Ich wollte fragen, welche Arten von Informationen das alles betrifft. Betrifft es auch Karten, betrifft es auch Messdaten? Man hört ja hier viel in Berlin über diese Solardaten, die irgendwie öffentlich geworden sind. Auch das Kartografische Landesamt hat wohl sehr coole Daten und viele Informationen. Inwiefern betrifft dieses Freiheitsgesetz auch vom Staat erhobene Daten in größeren Mengen? Ja, das ist eine gute Frage. Am besten findet man das raus, indem man einfach eine Anfrage stellt und guckt, was passiert. Ja, also sich die Fragen einfach, okay, geht das vielleicht nicht, dann lasse ich's, sondern einfach mal machen, weil was die Behörde im besten Fall tut, ist dir die Daten geben, im schlechtesten Fall sagt sie nein und dann hat man auch was gelernt und dann kann man immer noch sagen, okay, das stimmt nicht und dagegen vorgehen. Aber wir haben gerade den lustigen Apps für Deutschland Wettbewerb auch mit der Open Knowledge Foundation gestartet und da habe ich zum Beispiel gerade in meiner Uni eine 2 TB Festplatte mit Geodaten drin rumliegen, da haben die Behörden Geodaten gespendet. Und die stehen leider nicht unter einer richtig offenen Lizenz, aber das ist fast schon CC BY. Und also einfach immer weiter probieren, Anfragen stellen und dann kommt auch was Gutes bei raus. Ja, also wenn man es nicht probiert, kann nichts Gutes bei rauskommen. Ne? Das ist klar. Okay.